Wenn ich heute Leute treffe, die sagen, oh, I remember you, oder ich erinnere mich, Sie sind der Torwart, der sich das Genick gebrochen hat, dann, das muss ich dann immer in Frage stellen, weil ich habe ja 15 Jahre Fußball gespielt und habe weit über 500 Ligaspiele für Man City gespielt. Dass man mich auch als anderweitig guten Torwart jetzt nicht nur durch den Genickbruch in Erinnerung behält. Es gibt eine Vorgeschichte und das war das 55er Endspiel, wo wir in der Nähe von London, Eastbourne an der Ostküste trainierten und man war halt jung, man war ja lebendig, freute sich aufs Spiel und im Training wurde auch Spaß gemacht und ein bisschen angegeben, wie man halt so ist als Jugendlicher und habe dann Paraden gemacht, die ich normalerweise im Spiel gar nicht gezeigt habe, weil meine große Stärke war da, wo der Ball hinkam, da stand ich halt, ja, und habe mich dort 55, 5 Tage vor dem Endspiel, meinen ganzen Nacken, aber wirklich nicht verrenkt, sondern Sehnen oder was immer. Jedenfalls konnte ich mich nicht bewegen. Und ich wusste von dem Zeitpunkt, du wirst an dem Endspiel nicht teilnehmen. 55. Dann hat man einen Physiotherapeuten gefunden, einen blinden Physiotherapeuten. Zu dem hat man mich gebracht. Der hat das abgetastet. Nach dem zweiten Tag hat er gesagt, du wirst in dem Endspiel dabei sein. So. Und das ist die kleine Vorgeschichte. Und in 56, 17, 18, 19 Minuten vor dem Ende, wo ich dann einen Ball, eine Flanke abgefangen hatte und der Gegenstürmer kam mir entgegen, ich kam ihm entgegen und ich kriegte dann seinen Oberschenkel in die rechte Seite. Ich habe das Bewusstsein verloren. Die letzten 17 Minuten habe ich bis eine Minute vor dem Ende im Unterbewusstsein gespielt. Das heißt, eine graue Wand und das war's. Ich habe erst nach dem Spiel, also Fernsehaufnahmen, das Spiel nochmal wieder gesehen, bin ich noch dreimal zusammengebrochen. Die haben das dritte Tor durch mich, weil es ein schneller Abschlag war, gemacht. Da wusste ich nichts davon. Und eine Minute vor dem Ende des Spiels war alles wieder klar. Und da habe ich gesagt, das Spiel muss doch eigentlich bald vorbei sein. Eine Minute später war das Spiel vorbei. Es gibt viele Aufnahmen, wo ich gar nicht mit der Mannschaft da rumlaufe, weil ich eine Stellung des Kopfes hatte, so. Nach dem Spiel war dann abends im großen Hotel, der Empfang und so weiter, obgleich wir das Spiel ja verloren hatten. Oh nee, gewonnen hatten, das war ja 56. Können Sie nochmal ansetzen? Also abends der Empfang? Abends der Empfang. Und vor dem Empfang hat mich der Trainer, der in der Annahme war, 55 das Endspiel, dass ich so ein bisschen ausgerenkt an, ich weiß nicht, was es war. Der hatte mich massiert vor dem Empfang am Abend. Es wurde nicht besser, ich habe halt da gesessen, ich konnte wirklich an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen. Das heißt, ich habe da gesessen, ein bisschen was getrunken und dann hieß es, du musst morgen früh zur Röntgenaufnahme nach South Kensington, St. Georg, Krankenhaus, wirst du geröntgt. Und wie wir wissen alle, dass am Sonntagmorgen, in was für einem Krankenhaus sie sind, das sind meistens Assistenten, junge Leute, die was lernen müssen und so weiter. Und da bin ich dann hingekommen. Und dann hieß es, ja, sie haben sich nur so ein bisschen Sehnen. So, das ist alles. Es ist eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte.
Der Empfang in Manchester, Sonntagabends oder Sonntagnachmittag. Man muss noch sprechen, gibt es auch Videoaufnahmen davon. Mein Vorgänger, Frank Swift, der legendäre englische Torwart, haute mir noch auf die Schulter drauf. Und dieser Spruch, den wir im Deutschen kennen, wie eine Axt so geteilt. Und so ging es auch durch. Und hat sich dann in der Schule gesagt, ach, habe ich ganz vergessen. Und die Mannschaft sollte, das war jetzt Sonntagsabend, der Empfang im Rathaus in Manchester, sollte der Verein am Mittwoch nach Deutschland fliegen, um wieder diese Close-Season-Spiele zu machen. Und ich war natürlich auch eingeplant. Und es hat natürlich dem Verein gelegen, dass ich mit musste. Erstens würden sie mehr verdienen dadurch, dass ich dabei war. Und dann schickte man mich am Montag zu einem, und das Wort hatte ich noch nie gehört, obgleich mein Englisch gar nicht schlecht ist, zu einem Osteopath. Das Wort hatte ich noch nie gehört und ich wusste auch gar nicht, was das für einer ist. Angeblich hatte dieser Mann, der in St. Anne's Square, bekannter Mittelpunkt in Manchester, schon königliche Verwandte und so weiter behandelt. Auf Deutsch gesagt war es ein Knochenbrecher, ein Knochensetzer, so ungefähr. Und da bin ich hin, wie ich den seine Gemächer gesehen habe, habe ich gedacht, der hat bestimmt schon königliche Patienten gehabt und so weiter. So super war der eigentlich. Und der Mann hat mich entkleiden lassen, auf dem Sofa gesetzt, hat gefühlt und sagte zu mir, du hast 5 Wirbel, die draußen sind. 5. Und ich, gutgläubig, wie ich halt bin, habe denen geglaubt. Dann hat er meinen Kopf genommen und hat versucht, nach seinen Erkenntnissen die Wirbel wieder reinzumachen. Und dann hat er gesagt, 4 habe ich wieder rein. Das ist auch eine Geschichte, die fast keiner kennt. Der 5. macht mir Schwierigkeiten. Ich versuche es nochmal. Da hat er meinen Kopf genommen. Hier rüber, hier habe ich den Schlag gekriegt. Darüber. Und hat vor die Stirn geschlagen. Und da ging dieses, auch wieder dieses Beil durch den ganzen Körper, entzweit. Und da sagte er, das klappt nicht. Wir sehen uns am Mittwoch. Rose on Sea, das ist eine Privatpraxis gewesen, noch die an der walisischen, englischen Grenze. Und wie er das sagt, sagt eine Stimme da drinne: mich siehst du nie wieder. Da bin ich an dem besagten Montag, war ich dann nachmittags zu Hause. Ich wohnte bei Schwiegereltern, die war nicht dort, meine Frau war nicht dort. Und es klingelt, ein alter Freund von meinem Schwiegervater, der war zur Untersuchung im privaten Krankenhaus in Manchester. Und der hat gesagt, du, die Ärzte und die Schwestern beschweren sich alle. Die wollen dich sehen, die wollen dich untersuchen, was du da hast. Und da sage ich so, okay, dann ruf an, die sollen den Kessel aufstellen, weil ja immer Tee getrunken wird in England. Und wir fahren hin. Und ich bin hingefahren, bin nie wieder rausgekommen. Der Orthopäde, Mr. Griffiths, der hat dann festgestellt, dass mein zweiter Vertebrae, wie heißt es noch, habe ich eben erwähnt gehabt, Halswirbel diagonal durchgebrochen war. Und damals war es ja etwas, ich habe heute noch die Löcher im Kopf, wo ich eine, man nennt es Kalipus, ein U-Haken, der nicht gerade ist, sondern eingebogen ist, der dann in die Schädeldecke, und dann habe ich halt 3 Wochen nur auf Brettern mit diesem Uhrhaken im Kopf, in der Schädeldecke festgehalten, mit einem Gewicht über eine Rolle. Dann wurde ich halt künstlich ernährt, 3 Wochen. Und das war eine schwere Zeit. Und ich war 33 Jahre fast alt.
Und 7 Monate später habe ich nur ein Reservespiel gespielt, dann in die erste Mannschaft, ja, bis ich fast 41 Jahre alt war.